Ja, ich bin nicht nur in Peru, ich bin ein bisschen überall, wo es mich gerade hergezogen hat. Das habe ich gelernt in der Auszeit. Ich habe mich selber besser kennengelernt. Ich habe herausgefunden, ja, was ich eigentlich will. Das war für mich eine sehr wichtige Phase. Ich habe gewusst, ich habe bis jetzt, sagen wir mal, 30 Jahre meinen Traum gelebt als Spieler. Und ich wusste, dass das Leben geht noch lange. Und ich will eigentlich nicht in den nächsten 50, 60 Jahren etwas machen, was mir nicht gefällt. Und das ist für mich, wichtig ist, herauszufinden, was will ich und wer bin ich und was macht mir Spass. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, ich muss mit Menschen sein. Ich habe gerne Kontakt zu Menschen, motivieren, inspirieren. Und von dem her war das eine wichtige Auszeit. Ja. Das war nicht geplant. Ich habe nach dem Hockey Ende als Spieler habe ich nicht geplant, Trainer zu werden. Das ist irgendwie nach einer Denkpause bin ich so angefragt worden bei den Junioren und das ist alles ziemlich schnell gegangen. Hat es mit der Pack, die Emotionen, Garderobe, die Fans, mein Sport. Und jetzt, ja, jetzt Nazi-Trainer zu sein, das ist, ja, ist eigentlich unglaublich, wie schnell es das gegangen ist. Ich wollte Spieler immer in die Nazi spielen und ich wusste, als ich auf die Trainerlaufbahn angefangen habe, wusste ich, eines Tages wäre es mega schön, Schweizer Nazi-Trainer zu sein. Und jetzt darf ich da sein und dir das Interview geben als Schweizer Nazi-Trainer. Es ist ein sehr spezieller Moment und ich bin extrem stolz und bin mir aber auch bewusst, dass es eine grosse Aufgabe ist und dass wir auf das Moskau gehen, mit, ja, wo viele Leute auf uns schauen und hoffen, dass die Schweizer gut abschneiden und wir werden einfach alles geben, dass viele Schweizer Freude an uns haben. Puh, alles. Ich bin ein riesen Fan von unserem Land. Ich finde, wir Schweizer sind extrem privilegiert. In so einem schönen Land zu leben, uns geht es gut. Wir haben alles, wir haben keine Sorgen, wir haben keinen Terror, wir haben von keiner Seite. Wir sind politisch stark, es ist einfach eine gewisse Souveränität in unserem Land. Und das, auf das bin ich extrem stolz und dankbar, in diesem Land dürfen zu leben, geboren zu sein. Und von dem her, ja, ich bin stolzer Schweizer.